Hey, hier bin ich wieder, euer Lance, mit neuen Tipps und Informationen rund um GTA. Und ich hatte gedacht, das wird nur ein kleines Video. Und nun sind es schon zwei. Was haben wir es gefeiert, als mit dem Gunrunning das schwere Scharfschützengewehr mit Wärmebild oder Nachtvision ausgestattet werden konnte. Und nun können wir das für alle Waffen haben. Schaut nur her. Denn mit Smugglers Run haben wir zwei Helme bekommen. Einmal mit Vierfachlinse, einmal mit Doppeltlinse. Die Vierfachlinse hat Thermo-Option. Die mit der Doppeltlinse hat Night Vision. Ihr bekommt die beiden Helme ganz normal und bei den Hüten in der Boutique. Aber das einzurichten, da muss man erstmal drauf kommen. Wenn ihr dann einen der Helme aufgesetzt habt, geht ihr in das Kurzmenü, in Stil und klappt erstmal das Visier nach unten. Danach geht ihr in Stil und Accessoires und scrollt down auf den entsprechenden Helm. Drückt nun mal die Leertaste und schon habt ihr Night Vision oder Thermobild. Und das sieht nun mit den Waffen in der Ego-Perspektive so richtig cool aus. Natürlich ist für das schwere Scharfschützengewehr MK2 nun das Thermo-Zielfernrohr unnötig. Und wir können es wieder zurückrüsten, nämlich auf das verbesserte Zielrohr, mit dem wir eine viel höhere Auflösung haben. Ich habe euch mal die beiden Auflösungen nebeneinander gestellt. Was jetzt nicht erst mit dem neuen DLC kam, aber ist euch schon aufgefallen, wie unnötig Schalldämpfer sind? Denn selbst aus großer Entfernung lösen wir immer einen Fahndungslevel aus. Also habe ich mich entschieden, das schwere Scharfschützengewehr nun mit einer Mündungsbremse zu versehen. Übrigens müsst ihr später nicht mehr dauernd ins Kurzmenü wechseln. Rein mit F11, also Funktionstaste 11, könnt ihr das Visier nach oben und unten klappen. So, das war jetzt schon wieder ganz schön viel Information. Und es werden wohl noch mehr Videos. Du weißt, wie es läuft. Wenn dir das Video gefällt, liken und adden. Danke.